Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Ausweitung des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Prävention als wichtiger Baustein im Kampf gegen Extremismus. Drucksache 19/3634, vereinbarte Redezeit 5 Minuten pro Fraktion. Als erster Abg. Bauer, CDU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist und bleibt aktiv im Einsatz für Demokratie und gegen Extremismus. Vor gut einem Jahr haben wir hier im Landtag über die Einführung des Landesprogramms zur Extremismusbekämpfung bereits gesprochen. Heute ist das Landesprogramm erneut Thema, und das hat guten Grund. Politischer Extremismus von Islamisten, von links, von rechts, von Ausländern und anderen Gruppen bleibt eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Der jüngst vorgestellte Verfassungsschutzbericht hat uns das erneut sehr deutlich vor Augen geführt. Und dass es in Deutschland gelingt, Anschläge zu verhindern, wie das zuletzt in Sachsen der Fall war, ist ein gutes Zeichen und ein Ausweis der Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsbehörden. Dafür möchte ich an dieser Stelle auch einmal ausdrücklich meinen Dank sagen. Meine Damen und Herren, wir Christdemokraten verfolgen eine doppelte Strategie. Wir stärken die Polizei und den Verfassungsschutz, weil ohne Erkenntnisse aus dem inneren Zirkel der Extremisten und ohne handfeste, auch repressive Maßnahmen der Kampf gegen den Extremismus nicht zu gewinnen ist. Alles andere wäre schlicht naiv. Und zugleich stärken wir auch die Prävention. Denn jeder sich erst gar nicht Radikalisierende oder einer aus der Radikalisierung zurückführende auf den Boden unserer Rechts- und Werteordnung, der ist eine Gefahr weniger für unseren Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Und beides geschickt zu verbinden, das ist unsere Aufgabe. Repression und Prävention, das ist der für uns richtige Weg. Und deshalb werden wir im nächsten Jahr, meine Damen und Herren, den größten Ausbildungsjahrgang bei der hessischen Polizei haben, den es je gegeben hat. Über 1.000 zusätzliche Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte werden ab 2020 für mehr Sicherheit auf Hessens Straßen sorgen. Meine Damen und Herren, auch das Landesamt für Verfassungsschutz wird personell gestärkt. 2017 wird er über rund ein Drittel mehr Personal verfügen als noch im Jahr 2015. Auch das ist ein wichtiges Zeichen. Wir setzen damit die erfolgreiche Sicherheitspolitik der Vorgängerregierungen, der CDU-geführten Vorgängerregierungen, erneut fort. Und wir werden auch angesichts der zunehmenden Bedrohungen und Gefahren nicht nachlassen und unsere Anstrengungen auch weiter verstärken. Und das gilt auch, meine Damen und Herren, selbstverständlich für die Präventionsarbeit. Im laufenden Jahr haben wir die Mittel für das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus vervierfacht, meine Damen und Herren, vervierfacht. Insgesamt rund 3,8 Millionen Euro können zur Extremismusbekämpfung in Hessen ausgegeben werden. Das ist doch ein Wort. Und dazu kommen noch Millionenbeträge des Bundes. Das kann sich doch sehen lassen, meine Damen und Herren. Und damit unterstreichen wir erneut unser Credo. Bei uns ist Platz für vieles, aber kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige oder auch Andersabstimmende, meine Damen und Herren. Das muss an der Stelle auch einmal gesagt werden. Und wir haben als Union natürlich dabei jede Form von Extremismus im Blick. Extremismus von rechts genauso wie von links, Islamismus, Antisemitismus oder andere Formen des Extremismus. Sie alle haben in Hessen nichts verloren, meine Damen und Herren. Und deshalb handeln wir entschlossen, vorausschauend, verlässlich und auch zielstrebig, um realen Gefahren angemessen, aber ohne Hysterie und auch ohne Schönfärberei zu begegnen, meine Damen und Herren. Wir sind gut gerüstet, und wir können und werden unsere Demokratie auch verteidigen. Gleichwohl wissen wir auch, dass es absolute Sicherheit nicht geben kann. Und ein Schwerpunkt unserer Präventionsprogramme ist deshalb auch im Bereich des Rechtsextremismus zu suchen und zu finden. Wir haben die bekannten Beratungsnetzwerke in Hessen, das Demokratiezentrum an der Uni Marburg, das Kompetenzzentrum Corex. Wir haben viele Aussteigerprogramme, Icarus, Rote Linie, die Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer und antisemitischer Gewalt. In all diesen Bereichen sind wir sehr gut aufgestellt. Das hat die jüngste Anhörung zu diesem Extremismusbereich an dieser Stelle deutlich vor Augen geführt, meine Damen und Herren. Und wir werden natürlich auch nicht aufhören, den Linksextremismus als reale Gefahr zu beschreiben. Denn auch hier gibt es Gewalttätigkeiten, es gibt Bestrebungen, die man auch
nachweisen kann, wenn Ihre Fraktionsvorsitzende in Berlin auf einer Marxismuskonferenz sich zitieren lässt mit den Worten, das Ziel müsse klar sein, das System ist zu ändern und zu kippen. Das Ziel aller Linken müsse die Zertrümmerung des Staatsapparates sein. Ja, was ist das denn, meine Damen und Herren? Das ist ein Zitat, das man Ihnen zuschreibt auf einem Marxismuskongress in Berlin. Wir können ja mal nachher schauen, ob das zutrifft. Auf jeden Fall ist für uns klar, nie wieder Faschismus und nie wieder Kommunismus, meine Damen und Herren. Das ist unsere Grundüberzeugung. Und solange das nicht Konsens ist, fällt für uns DIE LINKE als Ansprechpartner, und ich müsste das für alle Demokraten sein, als Ansprechpartner aus, meine Damen und Herren. Schwerpunkt der Präventionsarbeit ist auch der Islamismus. Hier haben wir auch entsprechende Verbünde und haben als erstes Bundesland das Präventionsnetzwerk gegen Salafismus geschaffen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte deutlich machen, in diesem wichtigen Gefahrenbereich haben wir die Mittel um 1,2 Millionen € versechsfacht in der Vergangenheit. Und die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, das ist mein letzter Satz, die CDU wird auch in Zukunft verlässlich für mehr Sicherheit in Hessen sorgen. In unserem Land setzen wir uns ein, dass Freiheit, Zusammenhalt und Frieden gewährleistet ist und bleibt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will der Rede von vorgestern meines Vorredners eine sozusagen aus der realen Welt, aus dem Bereich, wo wir uns mit beschäftigen müssen und auch mit beschäftigen sollten, auch entgegensetzen. So. Weil alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben in der Tat Grund zur Sorge. Und zwar, Herr Bauer, weil es eine große Zunahme an rechter Gewalt, rechter Straftaten, an Hass im Internet, an Hass gegenüber Flüchtlingshelfern, an Hass gegenüber Journalistinnen und Journalisten, schlechthin an Hass gegenüber unserer fortschrittlichen Gesellschaft überhaupt gibt. Dieser Hass drückt sich leider längst auch in Brandanschlägen, in Morddrohungen und in gewalttätigen Angriffen aus. Ich jedenfalls bin wegen der Flüchtlinge, die letztes Jahr zu uns gekommen sind, weniger besorgt als über die massive Gewalt und die Bedrohung durch Rassisten und reaktionäre Ideologen. Die Straf- und Gewalttaten von rechts haben um mehr als 400% zugenommen. Das muss man sich wirklich einmal vorstellen. Die Rechten behaupten, durch Flüchtlinge würde das ganze Land unsicher, zünden aber selbst Häuser an und prügeln sich durch die Straßen. In Freitag, ich weiß gar nicht, warum Sie da so nervös werden. Das ist doch die Realität, Herr Greif, oder? In Freital zum Beispiel, ja, ist interessant, dass Sie da so reagieren. Finde ich ausgesprochen interessant. In Freital sprach man, ich rede von heute, von gestern und nicht von vorvorgestern. Ja, aber offensichtlich leben Sie noch in Ihrer Gedankenwelt von vorvorgestern, Herr Reif. So. In Freital. Herr Kollege Schaus, Ihre Redezeit wird nicht gekürzt. Danke schön. Ich warte erst einmal ab, bis Ruhe herrscht. Okay. Bitte schön, Sie haben das Wort. Danke schön. In Freital, Herr Reif, sprach man offiziell von einer Pogromstimmung. In Leipzig versuchten Neonazis, eine Polizeiwache zu stürmen. In Hessen wurde auf Flüchtlingsunterkünfte geschossen. Es wurden Gasleitungen angesägt, Schweinekadaver ausgelegt und Brände gelegt. Der Amokläufer von München hat 9 junge Menschen erschossen. Er war überzeugter Arier und stolz, an Hitlers Geburtstag geboren zu sein. In Dresden explodierten kurz hintereinander jüngst 2 Sprengsätze, einer davon vor einem muslimischen Gebetshaus. Laut einer Umfrage haben 50% aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland Drohungen oder sogar Morddrohungen erhalten. Flüchtlingshelferinnen, Politikerinnen und Politiker
und Journalistinnen und Journalisten, die sich für einen humanitären Umgang mit Flüchtlingen einsetzen, werden zu Zielscheiben rechter Verbrechen. Volksverräter, sagt man wohl bei AfD und Pegida. In Limburg wurde ein Mann aus rassistischen Motiven getötet. Das ist die Realität. Wir erleben sie seit Längerem schon, so eine dramatische Entwicklung, eine Verschiebung hin zu rassistischer Gewalt und rechtem Terror. Und das ist die Realität von heute. Und wir wissen, wie schrecklich rechte Verbrechen in unserem Land gewütet haben, nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus mit mehr als 60 Millionen Toten, sondern auch beim Oktoberfest-Attentat mit 13 Toten und 200 Verletzten und nicht ganz zu verschweigen auch der NSU-Terror mit mindestens 10 Toten und Dutzenden Verletzten. Wir sagen nie wieder Faschismus und nein zum Rassismus. Meine Damen und Herren, es ist richtig und wichtig, dass die Landesregierung die Mittel für Prävention massiv aufgestockt hat. Das unterstützen und begrüßen wir. Ich werbe aber darüber hinaus für eine grundsätzliche andere Politik, eine Politik, die endlich die sozialen Krisen und außenpolitischen Ursachen von Flucht bekämpft. Nur wenn wir die Fluchtursachen und die soziale Ungleichheit bekämpfen, werden wir auch in der Bekämpfung von Neofaschismus und Rechtspopulismus erfolgreich sein. Und lassen Sie mich das am Schluss sagen. Bei allen Unterschieden, auch in der Flüchtlingsfrage, sollte uns eins einen, dass wir die Demokratie trotz all ihrer Schwächen gegen Ewiggestrige verteidigen. Wehret den Anfängen. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Greilich für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem wir erst in der letzten Plenarsitzung Gelegenheit hatten, im Rahmen einer Aktuellen Stunde der CDU über das Präventionsnetzwerk gegen Salafismus zu sprechen, geht es in diesem Antrag, wir haben es ja gehört, um die Bemühungen, mit dem Programm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus voranzukommen. Mit Blick auf den Verfassungsschutzbericht 2015, den der Innenminister ja kürzlich erst vorgelegt hat, möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, dass eines jedenfalls richtig ist, nämlich dass wir uns intensiv mit der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit befassen. Der Innenminister hat die aktuelle Situation im Zuge der Pressekonferenz zum Verfassungsschutzbericht dargestellt. In Hessen haben wir derzeit über 4.000 Islamisten, davon etwa 1.650 radikale Salafisten. Beim Landesamt für Verfassungsschutz werden damit schon mehr Islamisten geführt als Rechts- und Linksextremisten zusammen. Das muss man sich einmal klarmachen. Damit steht meines Erachtens fest, der Islamismus ist heute mit Abstand die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft, und daran gibt es nichts zu deuteln. Also ist es auch richtig, dass die Mittel für die Extremismusprävention in den letzten Jahren mehrfach erhöht wurden, letztlich verdreifacht auf 1,2 Millionen € in diesem Jahr. Wir haben das angeregt und haben es unterstützt. Wir haben auch daher, das möchte ich wiederholen, ausdrücklich mehrfach gelobt, dass das Hessische Präventionsnetzwerk eine gute Einrichtung ist, dass es gezeigt hat, einen erheblichen Beitrag zur Beratung von radikalisierten Jugendlichen und deren Angehörigen sowie zur aktiven Prävention vor Radikalisierung geleistet hat. Und ja, es ist natürlich auch richtig, dass Staatsschutz und der Verfassungsschutz personell und sachlich weiter gestärkt werden. Auch das hat unsere Unterstützung. Wir werden das in der Haushaltsdebatte auch noch einmal sehr deutlich sagen. Nur eine Erkenntnis, und die steckt hinter dieser personellen Verstärkung, die ist sehr wichtig. Das ist nämlich die Erkenntnis, dass Prävention es nicht ersetzt, auch gezielt und nachdrücklich Repression auszuüben, da wo entsprechende Erscheinungen festzustellen sind und entsprechend bekämpft werden müssen. Und da muss ich dann zumindest auszugsweise wiederholen, was ich auch in der Aktuellen Stunde vor 4 Wochen gesagt habe. Was muss denn eigentlich erst einmal alles passieren, bis diese Landesregierung zu diesen Schritten bereit war? Ich will jetzt nicht all die Einzelpunkte von den zunehmenden Aktivitäten der Lease-Aktion, den Übergriffen auf das Jugendhaus in Frankfurt und wiederholen, sondern verweisen auf das, was ich damals gesagt habe. Ich denke, Sie haben es noch in Erinnerung.
Ich hatte dazu damals ausgeführt, dass Sie von CDU und GRÜNEN aus Ihrem Dornröschenschlaf erwacht sind. Jetzt sind wieder 4 Wochen rum. Man musste ein bisschen nachdenken und überlegen, ist das denn auch wirklich bestätigt durch die Entwicklung? Ich muss sagen, ich muss das, was ich da gesagt habe, ein wenig relativieren. Die Landesregierung ist leider immer noch nicht auf der Höhe, was den Umgang mit diesen Themen angeht, sondern befindet sich anscheinend mindestens zeitweise und teilweise immer noch ein bisschen in einem Dämmerschlaf. Wie komme ich darauf? Ich will das an 3 Beispielen klarmachen. Offenbar, das ist das Erste, ist die Landesregierung nicht einmal zu einer halbwegs zeitnahen Beantwortung unserer zahlreichen Anfragen im Zusammenhang mit der islamistischen Bedrohung in der Lage. Oder nicht willens, ist die andere Möglichkeit. Mit teilweise fadenscheinigen Begründungen werden Informationen zu Aktivitäten von Islamisten, Hinterhofmoscheen, radikal unterwanderten Verbänden und der Lease-Kampagne nicht oder nur kryptisch beantwortet. Der zweite Punkt ist ein besonders herausragendes Beispiel in diesem Zusammenhang im Übrigen auch. Das ist die jüngste Entwicklung um den DIV und seine Mitglieder. Im Zuge der öffentlichen Berichterstattung und unseres Berichtsantrags mussten Sie einräumen, dass nicht nur die Zusammenarbeit mit Verbänden, unter anderem im Präventionsrat, wegen islamistischer Beeinflussung beendet werden musste, sondern darüber hinaus, dass es letztlich offensichtlich keine regelhafte Überprüfung von Kooperationspartnern im Bereich des Islamismus auf Kontakte in die Szene gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Praxis in Hessen, und das ist eine unzureichende Praxis. Und der dritte Punkt. Es sind wieder 4 Wochen vergangen, ohne dass irgendetwas passiert ist. Nach Ihrem zunächst vorgelegten absolut stümperhaften ersten Entwurf eines Verfassungsschutzgesetzes, also der Rechtsgrundlage für die Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz, herrscht hier immer noch Schweigen im Walde. Jedwedes Angebot zur Zusammenarbeit, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg, ist ungehört geblieben. Nichts kommt. Ich komme zum Schluss und muss Ihnen deshalb hier mit auf den Weg geben. Alles Geld und jede noch so gut aufgestellte Präventionsarbeit nutzt nichts, wenn die Repression und die Information der Öffentlichkeit derart hinterherhinken. Und wir werden Ihnen, das verspreche ich Ihnen, auch im Zuge der Haushaltsberatung es nicht durchgehen lassen, dass Sie mit einigen Säcken voll Geld, die Ihnen die gute Konjunkturlage beschert hat, in der Gegend herumlaufen, die Säcke in das System werfen und das Problem des Extremismus damit für erledigt erklären. Meine Damen und Herren, es kommt auf die Qualität und die Ergebnisse Ihrer Arbeit an, und die ist in vielen Bereichen noch äußerst ausbaufähig. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe das in der letzten Debatte zu diesem Themenkomplex schon gesagt. Ich sage es noch einmal. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, Herr Kollege Greilich, in solcher Art über diesen Themenkomplex zu reden. Ich denke, da tun wir uns keinen Gefallen. Ich denke, dass wir in diesem Landtag gut beraten sind, wenn wir gerade in diesem Bereich, was die Frage der Bekämpfung von Extremisten angeht, was die Frage von Präventionsprojekten angeht, wo es darum geht, Jugendliche, die zu drohen, abzugleiten in solche Gruppen, dass wir die versuchen, zurückzuholen, oder dass wir sie versuchen, dieses Abgleiten zu verhindern. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir hier als Landtag gemeinsam ein ganz starkes Zeichen setzen sollten, dass wir uns in dieser Frage sehr einig sind. Das haben Sie gerade wieder bewiesen, dass Sie das nicht können und dass Sie wirklich kleinkarierte Oppositionspolitik hier versuchen, meine Damen und Herren. Ganz kleinkariertes. Ganz kleines Karo finde ich das, weil ich finde, man sollte. Bei Ihnen, Herr Kollege Schaus, würden mir noch andere Sachen einfallen, aber dann würden wir vielleicht noch eine Sitzungsunterbrechung kriegen. Aber darauf will ich dann verzichten. Meine Damen und Herren, es wäre wirklich gut, sich einmal bei so einem Tagesordnungspunkt, wo es darum geht, sich zu vergegenwärtigen, was macht eigentlich das Land Hessen im Bereich der Prävention, mal das durchzudeklinieren und zu schauen, wo stehen wir da eigentlich und wo müssen wir vielleicht noch hin. Das ist leider,
wieder versäumt worden. Ich freue mich zumindest, dass wir heute über dieses wichtige Thema reden. Und ich glaube, meine Damen und Herren, zum Teil ist es ja auch angeklungen, dass wir als Land Hessen in diesem Bereich, was Extremismusbekämpfung und Extremismusprävention angeht, sehr gut aufgestellt sind. Und das sollten wir auch nach außen sehr deutlich machen, meine Damen und Herren. Wir haben in Hessen unter dem Dach des Hessischen Kompetenzzentrums gegen Extremismus eine Vielzahl von guten und erfolgreichen Projekten etabliert. Wir wollen das Abgleiten von jungen Menschen verhindern. Wir wollen Menschen wieder zurückholen. Und wir wollen Familien, Freunden, Ehepartnern, Bekannten die Möglichkeit geben, Ansprechpersonen zu haben, die sie beraten, wie sie dort hilfreich eingreifen können. Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, den wir hier machen, bei all dem Wichtigen, was wir machen im Bereich der Repression, wo wir Polizei verstärken, wo wir Verfassungsschutz stärken, wo wir gesetzliche Änderungen zum Teil ja auch haben, oder aber wo wir auch die Staatsschutzabteilung in den jeweiligen Präsidien verstärken, glaube ich, dass es ein wichtiger Ansatz ist, den Bereich der Prävention ganz stark zu machen, weil jeden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeden Euro, den wir in Prävention stecken, brauchen wir später nicht in Sicherheitsbehörden und in den Justizvollzug zu stecken. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber im Klaren zu werden, was wir da eigentlich machen. Und wir machen da ziemlich viel. Ich will mit dem Bereich des Rechtsextremismus mal anfangen und vielleicht mal ein paar Sachen aufzählen, die wir da machen. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Beratung für Personen und für Institutionen, für Kommunen, zum Beispiel auch bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Wir haben in Nord- und in Osthessen jeweils Regionalstellen eingerichtet. Wir haben das Projekt Rote Linie zum Ausstieg vor dem Einstieg. Prävention bei Jugendlichen, Beratung und Durchführung von Präventionsjobs, also wo wir ganz gezielt junge Menschen ansprechen. Das Netzwerk für Demokratie und Courage, also Demokratieförderung an diesem Punkt getragen von jungen Menschen selbst, die sich für Demokratieförderung und gegen menschenverachtendes Denken einsetzen. Wir haben im Jahre 2016 die Beratungsstelle für die Opfer rassistischer Gewalt, also Response Hessen, aufgesetzt. Ein niedrigschwelliger Ansatz, Beratung von Migrantinnen, die Opfer von rassistischer Gewalt und von Mobbing geworden sind. Also, wir kümmern uns an diesem Punkt um diejenigen, die da betroffen sind von diesen Gewalttaten. Das gab es bisher in Hessen nicht. Das haben wir hier etabliert. Und da finde ich, kann man doch mal sagen, dass das ein sehr gutes Projekt ist und dass wir alle gemeinsam im Hessischen Landtag dahinterstehen und das gut finden. Wir haben lokale Partnerschaften für Demokratie aufgelebt, also ehemals die Aktionpläne. Die Partnerschaften machten sich mit ganz konkreten Maßnahmen vor Ort für Vielfalt, für Demokratie stark. Sie tragen zur Entwicklung von demokratischem Gemeinwesen bei. Wir haben die Initiative Icarus, also die jungen Menschen hilft, die in diesen rechtsextremen Kreisen sind, wieder auszusteigen, da rauszukommen. Das ist ja nicht so ganz leicht. Da haben wir eine Förderung von zwei Modellprojekten aufgesetzt im Bereich Radikalisierungsprävention gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und zur Demokratiestärkung im ländlichen Raum. Das sind doch gute Projekte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann man doch bei allem Streit, den wir hier in der Sache in vielen Punkten haben, den kann man ja auch ausführen, diesen Streit. Aber an diesem Punkt sollten wir uns doch einig sein, dass das gute und zukunftsweisende Projekte sind und da Hessen im Bundesvergleich sehr gut aufgestellt ist. Das muss man doch einmal zugeben können. Sie sehen also, wir haben einen ganzen Strauß von Präventionsprojekten, die sehr gut und sehr engagierte Arbeit leisten. Darauf sollten wir gemeinsam stolz sein. Neben den Projekten im Bereich des Rechtsextremismus haben wir vorbildliche Projekte im Bereich der religiös motivierten Extremismus aufgelegt. Also, VPN ist hier von dem Projekt Deutschland Landidee der Ideen ausgezeichnet worden dafür, dass wir da sehr vorbildliche Arbeit machen. Viele andere Bundesländer kommen nach Hessen und erkundigen sich, wie wir in Hessen Präventionsarbeit machen. Und das machen wir. Das machen wir sehr gut. Also lassen Sie uns an allen Punkten streiten, wo wir unterschiedlicher Meinung sein können. Das ist doch überhaupt kein Thema. Das ist Aufgabe eines Landtags. Aber lassen Sie uns in dieser Frage, in Präventionssachen, wo wir junge Menschen davor bewahren, Extremisten zu werden, lassen Sie uns da gemeinsam kämpfen und gemeinsam sein und nicht Parteipolitik machen. Das Wort hat Frau Kollegin Gnadl für die Fraktion der SPD.
mich immer schon in Betracht gezogen. Bitte, gibt es ein bisschen mehr? Ja, wir sind uns einig. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich wollte ich ja meine Rede mit etwas Positivem beginnen. Aber nach den Reden von Herrn Bauer und von Herrn Frömmrich muss ich doch auch noch einmal darauf eingehen. Also zunächst einmal zu Herrn Bauer. Es stimmt einfach nicht, dass es einen Stellenzuwachs um 1.000 Stellen im Polizeibereich gibt. Denn Sie rechnen, Sie berücksichtigen doch überhaupt nicht die Abbrecherquote in dem Bereich, und Sie berücksichtigen auch nicht diejenigen, die aus dem Dienst ausscheiden. Deswegen können Sie doch gar nicht von 1.000 Stellen hier reden. Und zu Herrn Frömmrich. Sie haben eben mehrfach beschworen, das gemeinsame Auftreten des Parlaments, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen sollen. Ein Zeichen wäre es ja auch gewesen, wenn Sie, bevor Sie einen Antrag in den Landtag einbringen, auf die anderen Fraktionen zugehen. Dann hätte man sich möglicherweise auch ein gemeinsames Zeichen setzen können. Jetzt zu den positiven Dingen, die ich ansprechen wollte. Ja, es ist gut, dass die finanziellen Mittel für die Präventionsarbeit gegen menschenverachtende Einstellungen und politisch motivierte Gewalt endlich aufgestockt wurden. Wir haben das als SPD-Fraktion über Jahre hinweg gefordert. Im letzten Jahr ist es durch die Verabschiedung eines gemeinsamen Teilbereichs des Haushalts im Bereich der Flüchtlingspolitik geglückt, das endlich umzusetzen und damit z.B. auch eine Landesfinanzierung für das Netzwerk für Demokratie und Courage zu finanzieren. Daher freuen wir uns auch an dieser Stelle über die späte Einsicht der Landesregierung. Und ja, Hessen hat gemeinsam mit dem VPN im Bereich der Salafismusprävention ein gutes Programm, das auch zügig und entschlossen aufgebaut und mit ausreichend Mitteln ausgestattet wurde. Und das unterstützen wir als SPD-Fraktion ausdrücklich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allerdings bleibt da auch ein Wermutstropfen im Bereich der Präventionsarbeit bei den extremistisch-salafistischen Jugendlichen. War es sehr schnell möglich, ein Programm aufzubauen. Und ich frage mich an dieser Stelle schon, warum wir gerade im Bereich der Extremismusbekämpfung in den letzten Jahren so lang und hart kämpfen mussten, bis die Mittel endlich aufgestockt wurden. Ich freue mich ausdrücklich, dass viele Forderungen der SPD umgesetzt wurden. Es gibt inzwischen eine auskömmliche Finanzierung des Demokratiezentrums, eben auch aus Landesmitteln. Die lange überfällige Unterstützung des Netzwerks für Demokratie und Courage, eine umfassende Beratung für Opfer rechter Gewalt und auch eine Mikroförderung, alles Dinge, die wir bereits 2012 in unserem Antrag für ein Landesprogramm gegen Rechtsextremismus bereits gefordert haben. Meine Damen und Herren, Radikalisierungsverläufe haben äußerst komplexe Ursachen, die wir verstehen müssen, um sie verhindern zu können. Und das scheinen Sie, meine Damen und Herren der Regierungskoalition, allerdings noch nicht verstanden zu haben. Wenn Sie glauben, dass Sie nun Ihre Hausaufgaben gemacht haben, indem Sie schon die lang geforderten und dringend notwendigen Mittel aufgestockt haben, und Sie sich jetzt beruhigt zurücklehnen können und sich selbst loben können, dann irren Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist aus unserer Sicht notwendig? Erstens. Neben den einzelnen bestehenden Bausteinen und Projektförderungen brauchen wir verlässliche, nachhaltige und feste Strukturen, und zwar auch in der Fläche. Wir haben das in der Anhörung beim Thema Rechtsextremismus gehört vom Schwalm-Eder-Kreis, der es uns vorbildlich vormacht, wie eine solche Struktur aufgebaut werden kann, indem eine im Jugendbildungswerk angesiedelte Stabsstelle geschaffen wurde, die die Projekte vor Ort bündelt und vorantreibt. Zweitens. Es bedarf einer Verstetigung der politischen Bildungs- und Präventionsarbeit auch in den Regelstrukturen, also in der Schule und in der Jugendbildungsarbeit.
Denn Demokratie erlernt man nicht nur in Leuchtturmprojekten, sondern man braucht entsprechende Finanzierung und einen entsprechenden Ausbau vor allen Dingen der politischen Bildungsarbeit in diesen Regelstrukturen, in der Schule, in der Jugendarbeit. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, fangen Sie endlich an, interdisziplinär zu denken. Berücksichtigen Sie auch die Dinge im Bildungsbereich, in der außerschulischen politischen Bildungsarbeit. Insbesondere auch die Schulsozialarbeit will ich an dieser Stelle erwähnen und die Möglichkeiten, auch Partizipationserfahrungen zu machen. Auch dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, all das haben Sie in Ihrem Antrag nicht aufgegriffen, aber deswegen lehnen wir nicht den Antrag alleine ab, sondern ich finde es auch ungehörig, dass Sie nicht die Anhörung im September zum Bereich Rechtsextremismus abgewartet haben, die uns neue Erkenntnisse auch geliefert hat. Und eine weitere Anhörung zum Bereich Linksextremismus steht im November noch an. Dieser Anhörung greifen Sie einfach vor. Und das zeugt vor allen Dingen von einer Selbstherrlichkeit der Regierungskoalition, die es nicht für nötig hält, die Meinung der Fachleute zu berücksichtigen. Das Wort hat der Herr Innenminister, Herr Beuth, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wichtig wäre, wenn man bei einer solchen Debatte zumindest einmal die Wirklichkeit vorher zur Kenntnis genommen hätte. Das, was ich zu Teilen hier in der Debatte gehört habe von Frau Kollegin Gnadl und Herrn Kollegen Greilich und von Herrn Kollegen Schaus, hat mit dem, was in unserem Land existiert, sowohl bei der Frage der Herausforderungen wie bei der Art und Weise, wie wir damit umgehen, wirklich leider überhaupt nichts zu tun, meine Damen und Herren. Aber am Donnerstagabend um 17.02 Uhr wollen wir uns nicht mehr aufregen, sondern Hessen ist ein sicheres Land. Das haben wir vor allen Dingen zwei Dingen zu verdanken. Einmal unseren Repressionsbemühungen, Herr Kollege Greilich. Wir haben tüchtige Polizeivollzugsbeamte in unserem Land. Wir haben tüchtige Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, die ihre Aufgabe herausragend gut machen. Deswegen haben wir ein sicheres Land, meine Damen und Herren. Und der zweite Teil, den diskutieren wir hier, der ist die Frage, wie geht dieses Land präventiv mit solchen Herausforderungen um? Und Frau Kollegin Gnadl, da können Sie sich hier hinstellen und sagen, wir müssen doch unbedingt mal was in der Schule tun. Ja, Sie haben ja völlig recht, aber wir tun ja bereits was. Und nicht nur was, sondern sehr, sehr umfänglich. Und wir haben gerade eben einen Schulungsfilm herausgebracht. Einen Schulungsfilm, der nennt sich Radikal, den sollten Sie sich mal anschauen. Der ist nämlich genau das, was Sie gerade eben gesagt haben. Der ist phänomenübergreifend. Da wird nämlich einmal deutlich gemacht, dass die Frage, ob ein junger Mensch in extremistische Bereiche abgleitet, manchmal nur vom Zufall abhängt, ob es links, rechts oder salafistischer oder dschihadistischer Extremismus ist. Das sind sozusagen die Ansätze, die wir haben. Genau, Sie haben völlig recht. Das müssen wir an den Schulen sozusagen verbreiten. Und das tun wir. 4.600 Filme sind bereits ausgeliefert worden, damit junge Menschen sich genau mit diesen Phänomenen auseinandersetzen. Was werfen Sie uns eigentlich vor, Frau Kollegin Gnadl? Wir tun das doch bereits. Wir haben im Bereich der Extremismusprävention wirklich unsere Hausaufgaben gemacht. Das können Sie nicht nur daran sehen, dass wir für unsere Präventionsarbeit Preise bekommen, sondern das können Sie auch daran sehen, dass nicht nur der Film von anderen Bundesländern bei uns abgefragt wird, sondern unsere Ideen und unsere Konzepte kopiert werden in anderen Bundesländern. Ja, was wollen Sie denn eigentlich noch, Frau Kollegin Gnadl oder Herr Kollege Greilich? Meine Damen und Herren, wir setzen auf Prävention durch Information und Beratung. Das haben wir hinreichend hier diskutiert, an welchen Stellen wir das machen, von der Schule
von der Schule über die Jugendhilfeeinrichtungen. Was Ihnen einfällt, dort versuchen wir, mit unseren Angeboten entsprechend anzukommen. Intervention, ob das im salafistischen Bereich ist, Herr Kollege Gralich, Sie haben völlig recht, ist sicherlich die größte Herausforderung, die wir im Moment und aktuell haben. Aber genau da setzt ja unser Punkt an mit VPN. Wie gesagt, preisgekrönt mittlerweile haben wir dort eine entsprechende Interventionsarbeit. Wir versuchen, Deradikalisierung durchzusetzen bei den jungen Leuten, die wir in der entsprechenden Beratung haben, und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie aus dem Bereich, und da ist das Phänomen, das Extremismusphänomen völlig wurscht, wie sie eben den Ausstieg schaffen und eine Perspektive in ihrem Leben bekommen. Das machen wir bereits. Was wollen Sie denn von uns? Was werfen Sie uns eigentlich vor? Das ist absurd, was Sie hier zum Teil, meine Damen und Herren, vorgetragen haben von der Opposition. Herr Kollege Schaus, auch durch mehrfachen Vortrag wird es nicht richtiger. Eine Vervielfachung von Rechtsextremismus hat es in Hessen nicht gegeben. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es ist nicht wahr. Freital, Dresden, München ist nicht Hessen, meine Damen und Herren. Ich finde, das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen. Die Vervielfachung, weil Frau Kollegin Wissler eben dazwischen gerufen hat, die hat es in der Tat im Bereich des Linksextremismus gegeben. Da war allein eine Veranstaltung für verantwortlich, wo Sie mit beteiligt haben bei der Eröffnung der EZB, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen. Vorletzter Satz, Herr Präsident. Frau Kollegin Gnadl, es wird nicht richtiger, und es hilft auch nichts, wenn Ihnen der Kollege Rudolph Ihnen da etwas Falsches zuflüstert. Es werden im Jahre 2020 1.000 Polizeivollzugsbeamte mehr in Hessen ihren Dienst tun. Das ist ganz einfach, indem wir 2015 140, im Jahre 2016 300 und im Jahre 2017 570 zusätzliche Polizeivollzugsstellen geschaffen haben werden, meine Damen und Herren. Zusätzliche Stellen, die am Ende im Jahre 2020 in den Dienst kommen. Die Abbrecherquote ist berücksichtigt. Wir haben nämlich 10% über den Durst, werden wir ausbilden, damit wir genau am Ende hinreichend Kolleginnen und Kollegen haben. Auch mehrfacher Vortrag macht es nicht richtiger. Wir werden im Jahr 2020 1.000 Vollzugsbeamte mehr im Dienst bei der hessischen Polizei haben. Herr Kollege Greilich hat abgeschlossen mit dem Satz, es kommt auf die Qualität und die Ergebnisse Ihrer Arbeit an. Ich habe keine Sorge, mich genau daran messen zu lassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist ein sicheres Land, so der Innenminister. Der Abg. Tippi aus der CDU-Fraktion stellt sich hin und behauptet, Salafisten machen einen Bogen um Hessen. Ich finde das sehr gewagte Thesen. Ich bin froh über jeden Anschlag, der nicht stattfindet, ob in Hessen, in der Bundesrepublik oder sonst wie in der Welt. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Ja, ich finde es deswegen ja sehr vermessen, so etwas zu behaupten. Herr Innenminister, Faktencheck. Es werden eben im Jahre 2020 keine 1.000 Polizisten mehr auf der Straße zur Verfügung stehen, weil natürlich wir mittlerweile eine Abbrecherquote zwischen 8% und 10% haben. Polizisten hören auf. Dann werden sie, die müssen die Pensionierungen abziehen. Das ist das Rechenspiel, was Sie machen. Faktencheck sagt jetzt schon heute, 1.000 Polizisten wird es nicht mehr im Jahre 2020 geben. Wir werden uns das erst einmal anschauen, ob es überhaupt noch genügend Bewerber für den hessischen Polizeivollzugsdienst gibt, weil nämlich Hessen durchaus nicht mehr so interessant ist wie in früheren Jahren. Ein zweites. Kollegin Gnadl hat zu Recht darauf hingewiesen, ja, Extremismusbekämpfung muss interdisziplinär arbeiten. Da gibt es gute Projekte, die müssen weiterentwickelt werden. Das ist eine alte Forderung der SPD, die Sie regelmäßig abgelehnt haben. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam uns verabredet, hier Geld in die Hand zu nehmen und solche Projekte zu unterstützen. Das ist genau der richtige Ansatz. Und sich hier hinzustellen, zu sagen, es ist alles bestens, hat alles die CDU und die Grünen gemacht, entspricht nicht der Realität. Dritter Punkt, Herr Innenminister, es ist nicht wahr.
Seit April 2016 gibt es einen Berichtsantrag der SPD, wie viele Angriffe es auf Flüchtlingseinrichtungen gegeben hat. Bis zu dem heutigen Tag, dem 13. Oktober, sind Sie nicht in der Lage, diesen Berichtsantrag zu beantworten. Woran liegt es denn? Woran liegt es denn? Weil wir natürlich leider zugegebenermaßen zurzeit aus subjektiver Wahrnehmung feststellen müssen, immer mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime, die auch rechtsradikal oder extremistisch motiviert sind aus diesem Bereich. Die machen doch nicht um in Hessen in Bohren, nur weil hier Schwarz-Grün regiert. Was ist denn das für eine absurde Darstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und deswegen hat sich natürlich zum Teil auch in dieser Gesellschaft etwas verändert. Der Radikalismus hat zugenommen, der Extremismus ist deutlich radikaler geworden. Morddrohungen gegen ehrenamtliche Kommunalpolitiker, gegen kritische Journalisten. Wo sind wir denn? Da sind wir gemeinsam gefordert, Herr Innenminister. Sie haben durchaus gute Ideen. Im Gegensatz zu Ihnen erkennen wir das an und machen nicht wie Abgeordnete von GRÜNEN, die nur die Opposition beschimpfen. Wir sind bereit, für die Demokratie gemeinsam einzutreten. Das ist das Angebot der SPD-Fraktion. Wenn Sie das alles ausschlagen, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Auch das ist eine Haltung. Vielen Dank. Ja. Das Wort hat Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir gemeinsam für Demokratie, für Rechtsstaat und für Sicherheit eintreten wollen, dann fangen wir einmal damit an, dass wir die Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen. Und zur Wirklichkeit, Herr Kollege Rudolph, gehört, dass Sie wenigstens das aufnehmen und wahrnehmen, was Ihnen durch die Behörden, was am Ende in Haushaltsplänen niedergeschrieben ist, weil das, was Sie hier vorgetragen haben, ist in der Sache schlicht und ergreifend falsch. Wir werden im nächsten Jahr, im Jahr 2017, 1.155 Anwärterstellen bei der hessischen Polizei haben. Wir werden nächstes Jahr so viele Polizisten ausbilden wie noch niemals zuvor. Dazu gehören diejenigen, die wir neu schaffen, die Stellen, die wir neu schaffen, die 570, und die, die wir brauchen, um im Jahre 2020 die Kolleginnen und Kollegen, die ausscheiden werden, zu ersetzen. Deswegen wird dieser Jahrgang im nächsten Jahr so groß sein, 1.155. Und wir haben Folgendes gemacht, Herr Kollege Rudolph, um Ihnen das auch noch einmal zu erklären, weil es schlicht und ergreifend falsch ist. Wenn wir im nächsten Jahr den stärksten Jahrgang bei der hessischen Polizei in Ausbildung haben werden, dann werden wir so viele Kolleginnen und Kollegen zusätzlich ausbilden, dass wir eine entsprechende Abbrecherquote, die Sie zu Recht angesprochen haben, die es tatsächlich gibt, dass wir die am Ende sozusagen, dass wir die Abbrecherquote kompensieren können. Und wir haben die Möglichkeiten, die haushalterischen Möglichkeiten dafür geschaffen, dass wir, selbst wenn die Abbrecherquote nicht erreicht wird, also wir im Grunde genommen über den Bedarf ausgebildet haben, das kann nämlich entsprechend passieren, dass wir dann die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch beschäftigen können, praktisch über den Ersatzbedarf hinaus. Das ist Ihnen, Herr Kollege Rudolph, in der kursorischen Lesung im Innenhaushalt alles sehr, sehr breit erklärt worden. Warum stellen Sie sich hier im Hessischen Landtag hin und erklären hier das Falsche? Warum tun Sie so etwas, wenn Sie gleichzeitig erklären, Sie wollen der Sicherheit in diesem Lande dienen? Das nutzt sozusagen am Ende nur denjenigen, die am Ende nicht dafür Sorge tragen wollen, dass wir ein sicheres Land sind. Einen zweiten Punkt will ich noch ansprechen. Wir haben in diesem Jahr 900 Kolleginnen und Kollegen in die hessische Polizei aufgenommen, bei über 6.000 Bewerberinnen und Bewerbern für die Polizei. Ich bin sehr froh, dass wir, ohne dass wir Qualitätsabstriche machen konnten, dass wir bei der hessischen Polizei dafür gesorgt haben, dass wir unsere Anwärterstellen besetzt haben. Wir sind auch für das nächste Jahr auf einem sehr, sehr guten Weg. Warum stellen Sie sich hier hin und stellen diese Dinge immer infrage? Warum tun Sie das, dass Sie am Ende noch durch entsprechende Erklärungen dafür Sorge tragen, dass möglicherweise unsere Sicherheitsbehörden, dass unsere Polizei in einem schlechten Licht steht? Wenn Sie das Angebot machen, dass Sie sagen, Sie tragen sozusagen hier an der Demokratie
und an den Fragen der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit, dann wäre ich Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie den Leuten nicht Sand in die Augen streuen, sondern dass Sie bei der Wahrheit bleiben und dass Sie uns dann auch entsprechend unterstützen, in der Sache unterstützen und nicht nur darüber schwätzen. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Faeser, die SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wissen Sie, Herr Innenminister, es wird nicht richtiger davon, wenn Sie sich hier hinstellen und mehrfach unterschiedliche Zahlen nennen. Sie haben in Ihrer ersten Erwiderung oder in Ihrer ersten Rede heute gesagt, dass es 1.000 Stellen bei der Polizei mehr geben wird. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. 2020. Und das stimmt nicht. Es stimmt nicht, Herr Innenminister, und es wird auch dadurch nicht besser, indem Sie jetzt hierher gehen und sagen, es gibt 1.170 mehr Polizeianwärterstellen. Die kommen aber doch nicht eins zu eins dann an, wenn sie in drei Jahren ausgebildet sind, weil, wie Sie eben ja auch richtigerweise gesagt haben, es hört ein großer Teil auf. Das sind um die 460, die man davon abziehen muss. Dann gibt es eine Abbrecherquote, das haben Sie gerade selbst beantwortet in der Kleinen Anfrage, dass dort auch immer 10% ungefähr aufhören. Das muss man doch alles davon abzählen. Die Arbeitszeitverkürzung kommt obendrauf. Das heißt, auch dafür müssen Sie Stellenersatz liefern. Das heißt, es kommen nicht 1.000 Polizeistellen mehr. Tun Sie nicht immer so und erzählen das immer mehr, als wenn das richtig wäre. Und ich will das noch einmal sagen. Sie sind jetzt seit fast 17 Jahren an der Regierung, die CDU hier in Hessen. Seit 17 Jahren. Und wir haben einen massiven Abbau von Polizei in diesem Bundesland, massiven Abbau von Polizeistellen in diesem Bundesland. Ja, Herr Bauer, und das werden Sie sich auch gefallen lassen müssen. Und das kann ich Ihnen auch sagen. Das hat der Innenminister nicht gesagt, dass es eine Rolle gespielt hat bei der kursorischen Lesung, weil 2004, 2005, 2006 viel zu wenig Polizeianwärter ausgebildet wurden. Deshalb haben Sie dieses große Defizit. Und Herr Klee, Sie waren ja nicht dabei bei der kursorischen Lesung. Da hat nämlich der Innenminister eingeräumt, dass die Abbrecher nämlich nicht abgezogen wurden in all den Jahren und dass es gar nicht berücksichtigt wurde. So, und jetzt tun Sie nicht so, als wenn Sie jetzt etwas, das ist durchaus richtig, was der Innenminister jetzt macht, nämlich jetzt draufzusatteln bei den Polizeianwärterstellen, aber tun Sie sie nicht so, als wenn das Defizit, was alleine Sie hier zu verantworten in Hessen, nicht existieren würde, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen noch etwas dazu sagen. Wenn wir schon in der Debatte über die allgemeine Sicherheit sind, wie viele Polizisten sind denn tatsächlich auf der Straße mehr eingetreten? Welche sind denn mehr eingetroffen? Gucken Sie sich doch einmal an auf den Polizeidienststellen, wie knapp es ist in Hessen. Es würde vielleicht dem einen oder anderen Kollegen von der CDU ganz gut tun, wenn Sie sich vor Ort einmal informieren. Wie wollen Sie denn Dienststellen aufrechterhalten, die unter 20 Bediensteten sind? Wie wollen Sie das denn aufrechterhalten? Nein, Herr Bauer, haben Sie nicht. Haben Sie nicht, weil Sie nämlich immer die Polizeidienststellen insgesamt nur nehmen, dass Ministerien, die Polizeipräsidien mitzählen, aber nicht gucken, wer auf der Straße ist. Auf der Straße in den Dienststellen sind keine Beamten mehr angekommen, und da herrscht das größte Defizit vor. Also machen Sie Ihre Arbeit und verstärken vor Ort in den Dienststellen. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Frömmrich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir ja nun leid, aber ich finde, Frau Kollegin Faeser, an der Art und Weise, wie Sie hier diskutieren und wie das Thema hier aufgerufen wird, merkt man, dass Sie in diesem Bereich als Opposition nichts vorzuweisen haben. Sie haben in diesem Bereich inhaltlich nichts vorzuweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist geradezu abenteuerlich, dass Sie sozusagen in dieser Debatte, wo wir uns eigentlich um die Präventionsprojekte und die gute Präventionsarbeit, die wir in Hessen machen, nichts anderes zu tun haben, weil Sie auch da keine anderen Antworten haben, weil Sie auch da nichts entgegenzusetzen haben dem, was wir machen. Ich möchte ein einziges Mal von Ihnen in den Politikbereichen
über die wir hier reden. Ich habe ja eben schon einmal gesagt, man kann ja in vielen Bereichen kontrovers diskutieren, man kann unterschiedliche Auffassungen haben, man kann sagen, 1.000 sind uns nicht genug, wir wollen 3.000. Das kann man alles machen. Aber, Frau Kollegin Faeser, ich möchte einmal erleben, dass Sie zu dem, was Sie hier vorne sagen, auch einmal konzeptionell unterfüttern, wie Sie das machen und wie Sie das finanzieren wollen, Frau Kollegin Faeser. Das bleiben Sie jedes Mal schuldig. Sie bleiben es jedes Mal schuldig in diesem Haus. Und diese Rechenspielchen, die Sie hier machen, stimmen bei Weitem auch nicht. Und dann wird hier viel miteinander in einen Topf geschmissen, dann wird ein bisschen gerührt, und dann wird irgendetwas herausgezogen, wo man meint, das sei jetzt sozusagen der Stein des Weisen. Ist er nicht. Der Innenminister hat bei der kursorischen Lesung im Einzelplan 3 Ihnen sehr genau auseinanderdividiert, wie das mit dem Zuwachs der Polizeistellen in Hessen sein wird. Und wir haben in den vergangenen Jahren auch im Vorgriff darauf, dass wir wussten, dass wir die 41-Stunden-Woche haben werden, haben wir schon vorgebaut und haben Ersatz bei der Polizei dafür geschaffen, für die eine Stunde weniger. Wir haben jetzt noch einmal zusätzliche Stellen in den Haushalt aufgenommen. Wir werden dieses Jahr mit 1.555 neuen Polizeianwärterstellen den stärksten Jahrgang der Polizei in Hessen bei den Anwärtern haben, den dieses Land jemals gesehen hat. Nehmen Sie das doch einfach einmal zur Kenntnis, Frau Kollegin Faeser, und negieren Sie das nicht. Es ist doch wichtig und gut für dieses Land, dass wir im Bereich der Sicherheit diese Anstrengungen unternehmen. Sie sollten das doch eher begrüßen, dass wir diese Anstrengungen für dieses Land unternehmen, um in dem Bereich der inneren Sicherheit noch mehr zu unternehmen, meine Damen und Herren. Und ich habe das schon einmal gesagt, und ich finde, man sollte sich das vielleicht auch einmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich würde es gerne auch vielleicht, wenn hier die Mikrofone abgeschaltet sind, einmal diskutieren mit Ihnen. Ist es klug, bei jeder Debatte hier sozusagen im Bereich der inneren Sicherheit und auch was den Rechtsstaat und den Umgang mit Rechtsstaat angeht, Dinge in den Raum zu werfen, die Menschen zutiefst verunsichern und die nicht den Realitäten entsprechen. Sie verunsichern Menschen derart, dass es Leute gibt, die wirklich Angst haben im Bereich der inneren Sicherheit, die Angst haben, dass bei ihnen eingebrochen wird. Die haben Angst und haben Befürchtungen, die Sie schüren, Frau Kollegin Faeser. Und übermorgen stellen Sie sich hier vorne hin und beschweren sich darüber, dass das Zutrauen der Menschen in den Rechtsstaat und in die Institutionen sinkt. Das passt nicht zusammen, Frau Kollegin Faeser. Das passt leider nicht zusammen. Und ich finde, man kann natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Aber schauen Sie sich einmal die Einstellungszahlen im Bereich der Polizei in Hessen an und vergleichen Sie das einmal mit anderen Bundesländern, wo die SPD die Verantwortung trägt. Schauen Sie sich die Kriminalitätsstatistiken von Hessen an. Schauen Sie sich die Kriminalitätsstatistiken von Ländern an, wo die SPD die Mehrheit vertritt. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe Ihnen das neulich schon einmal gesagt. Ich habe neulich in der BZ, war es, glaube ich, einen Artikel gelesen, dass die Berliner Polizei ihre Polizei mit neuen Dienstwaffen ausstattet. Wissen Sie, was die machen? Die holen die gebrauchten Dienstwaffen von Schleswig-Holstein und führen sie als neue Dienstwaffen in Berlin ein. Wenn wir so etwas hier in Hessen machen würden, meine Damen und Herren, ich möchte Sie als innenpolitische Sprecherin sehen, was Sie hier machen. In Berlin haben Sie regiert, Frau Kollegin Faeser, und nehmen Sie doch endlich einmal zur Kenntnis, dass man über viele Dinge sprechen kann, aber dass man vielleicht auch einmal zulassen muss, dass man dann in so einer Debatte, und die Schärfe haben Sie hier reingebracht, dass man in einer Debatte auch einmal zulassen muss, dass man Beispiele aus Bundesländern präsentiert bekommt, wo man selber die Verantwortung trägt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal etwas zu dem Punkt Präventionsprojekte sagen. Aber Herr Kollege, 5 Sekunden. Sie sind schon über die Zeit. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Und auch im Bereich der Prävention haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir geben im Lande Hessen 5,4 Millionen € Präventionsmittel aus. 3,86 Millionen € sind davon Landesgelder. So viel Geld hat es in Hessen noch nie gegeben für Prävention. Und wir sollten doch sagen, dass wir froh sind, dass hier so eine gute Arbeit im Bereich der inneren Sicherheit gemacht wird.
Abend, je lustiger die Dialoge. Haben wir es jetzt? Geht es weiter? Okay. Dann gebe ich Herrn Kollegen Greilich für die FDP das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man konnte ja die letzten zwei Tage schon den Eindruck haben, dass endgültig der Mehltau der schwarz-grünen Koalition hier über dem gesamten Landtag angekommen ist und hier nichts mehr los ist. Den Eindruck, dass es vielleicht zu früh zu Ende sein könnte mit der Sitzung, das haben Sie ja nun relativiert mit Ihren Anwürfen und Ihrer Oppositionsbeschimpfung, die offensichtlich das Grundprinzip ist. Ich will in aller Ruhe eines dazu sagen, Herr Minister. Ich stehe überhaupt nicht an, alles das zu loben und positiv zu unterstützen, was hier richtig gemacht worden ist. Wir fordern nur, dass Sie sich nicht damit begnügen, sondern dass Sie mehr tun, dass Sie insgesamt die Aufgaben lösen. Dieser Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, ist Ihnen vielleicht nicht so ganz klar, aber ich sage es Ihnen jetzt sehr deutlich, damit Sie es nachher dann auch zur Kenntnis nehmen. Wir werden diesem Antrag zustimmen. Da steht nichts Falsches drin. Da steht überhaupt nichts Falsches drin. Natürlich ist der Landtag besorgt über den Anstieg politisch motivierter Kriminalität. Das können wir nicht bestreiten. Wir sind auch der Auffassung, dass das Hessische Kompetenzzentrum eine gute Arbeit macht. Auch das unterstreichen wir, habe ich vorhin schon gesagt. Wir begrüßen auch, dass im Haushalt 2016 mehr Mittel bereitgestellt werden. Und wir wollen, dass im nächsten Haushalt ebenfalls dass dies geschieht. Das ist alles okay, deswegen stimmen wir dem Antrag zu. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Minister, liebe Kollegen aus der Kolleginnen und Kollegen aus der CDU und aus der GRÜNEN-Fraktion, das reicht nicht. Es reicht nicht, sich hier immer wieder hinzustellen, die Opposition zu beschimpfen, sich selbst zu beweihräuchern, sondern tun Sie mal etwas. Tun Sie etwas, so wie es hier eingefordert wird. Kein Wort, kein Wort, kein Wort, Herr Kollege Klee. Kein Wort, Herr Kollege Klee, habe ich von Ihnen oder von dem Minister gehört zu meinen konkreten Forderungen, z.B. zu der Frage, warum werden denn unsere Anfragen nicht beantwortet, überhaupt zeitlich nicht beantwortet, es sei denn, man hat vorher die Informationen Stück für Stück in die Öffentlichkeit lanciert, nachdem man vorher offensichtlich dort Defizite erkannt hat. Warum gibt es denn keine Regelüberprüfung der Mitarbeiter, der Kooperationspartner, mit denen man sich zusammentut? Warum gibt es das alles nicht? Warum beschränken Sie sich darauf, hier die Opposition zu beschimpfen und sich selbst zu beweihräuchern? Das ist zu wenig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag Tagesordnungspunkt 14. Wer dem Entschließungsantrag von CDU und GRÜNEN zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, GRÜNE, wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? SPD und LINKE. Damit ist der Antrag angenommen.